Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Das Thema des heutigen Videos ist es, wie du es schaffst, hübschere Frauen zu bekommen, beziehungsweise was du bei hübschen Frauen falsch machst und was du anders machen kannst, um die Frauen zu bekommen, die du dir eigentlich wünschst. Also Thema hübschere Frauen. Das Problem ist, dass viele Männer hübschere Frauen anders behandeln als hübsche Frauen. Der Schlüssel dazu, eine hübsche Frau zu bekommen, ist, sie so zu behandeln wie eine Frau, die dir eigentlich gar nicht so gut gefällt. Das heißt, sie eigentlich normal zu behandeln. Das Problem ist, dass wir eine hübsche Frau sehen und wir haben ganz viele verschiedene Vorstellungen zu der hübschen Frau in unserem Kopf. Zum Beispiel, hey, die steht ja nur auf extrem gut aussehende Männer. Hey, die trifft nur reiche Millionäre oder Milliardäre. Oder hey, die ist in ganz exklusiven Kreisen unterwegs. Das Ding ist, die meisten hübschen Frauen sind einfach auch nur ganz normale Frauen. Natürlich gibt es diese Frauen, die in krassen Kreisen unterwegs sind und Frauen, die sich nicht mit minderwertigen Männern abgeben. Aber das sind halt keine Frauen, mit denen du wirklich Zeit verbringen willst, denn bei denen ist psychologisch sowieso irgendwas nicht in Ordnung. Und die meisten hübschen Frauen, da ist es tatsächlich so, dass es einfach ganz normale Menschen sind und du kannst dich auch oder solltest dich auch denen gegenüber ganz normal verhalten. Du solltest dich einer hübschen Frau genauso gegenüber verhalten wie einer nicht so hübschen Frau. Und ich kenne das selbst. Wenn ich früher oder auch heute noch manchmal vor einer hübschen Frau stehe, dann verhalte ich mich tatsächlich ein bisschen anders. Das heißt, dann achte ich darauf, bin irgendwie politisch korrekter, ich bin nicht so frech, ich bin nicht so offen, weil ich mir denke, okay, jetzt will ich es nicht versauen, jetzt ist es Showtime. Aber das ist einfach Quatsch. Denn die hübsche Frau funktioniert genauso wie die normale Frau und wenn du dich künstlich zurückhältst bei der hübschen Frau und nicht frech bist, nicht du selbst bist, nicht direkt und offen bist, dann fehlen dir eben genau die Dinge, die dich attraktiv machen. Das heißt, attraktiv wirst du dadurch, dass du ein bisschen frech bist. Du wirst dadurch attraktiv, dass du klar sagst, was du willst, dass du offen kommunizierst und dass die Frau merkt, hey, das ist ein Mann, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Aber wenn du jetzt anfängst, bei den hübschen Frauen dich anders zu verhalten und so ein bisschen den Schwanz einzuziehen und ein bisschen lieber zu sein, damit du es nicht versaust, dann handelst du eben aufgrund deiner Angst und nicht aufgrund von dir selbst. Das musst du verstehen. Wenn du dich verstellst, weil du Angst hast, dass sonst die Konversation schiefgehen könnte, dann handelst du aufgrund von Angst. Und Männer, die aufgrund von Angst handeln, sind keine attraktiven Männer. Wenn die Frau aber merkt, das ist ein Mann, der drückt sich einfach frei aus, der handelt aufgrund von Freiheit, weil er sich frei ausdrücken will, weil er genau das jetzt sagen will, dann ist das Mut, Mut, Freiheit und das ist attraktiv. Deswegen hast du es vielleicht oft so, dass du bei Frauen, die dir nicht so gut gefallen, bessere Resultate erzielst, als bei Frauen, die dir sehr gut gefallen. Das liegt einfach daran, dass du diese Frau siehst und dir denkst, wow, das könnte die Mutter meiner Kinder sein, wow, die gefällt mir super gut, das ist eine hübscheste Frau, die ich seit Monaten gesehen habe. Und diese Gedanken sind problematisch, weil diese Gedanken sorgen dafür, dass du anfängst, dich anders zu verhalten, dass du anfängst, dich vorsichtiger zu verhalten. Und dieses Vorsichtige, wie ich gerade schon gesagt habe, ist eben das, was die Anziehung sinken lässt. Das heißt, der Trick, um die hübschen Frauen zu bekommen, die du vielleicht jetzt noch nicht bekommst, ist, sie genauso zu behandeln wie andere Frauen. Mach dir einfach bewusst, diese Frau kann jederzeit weg sein, aber auch die nicht so hübsche Frau kann jederzeit weg sein. Ja, es ist egal, was du machst. Du kannst einfach nur selbst sein, du kannst dich voll ausdrücken, du kannst mutig sein, du kannst flirten, du kannst frech sein. Das wird nichts ändern, ja? Denn überleg mal, angenommen du verstellst dich und bist super freundlich und lieb und hältst dich zurück und dann gefällt der Frau das, dann ist es ja genau das, was die Frau von dir erwartet. Das heißt, dann mag sie deine Rolle, die du spielst, aber vielleicht mag sie dich gar nicht wirklich. Vielleicht mag sie gar nicht den frechen, vorlauten Typen, der sagt, was er will und was er denkt, sondern mag diesen eher zurückgehaltenen und Weichei-Typen. Aber du bist ja gar nicht dieser Weichei-Typ. Das heißt, du musst dann während des restlichen Zusammenseins mit ihr immer dieser Weichei-Typ sein, denn den anderen Typen mag sie ja vielleicht gar nicht. Das heißt, du verstellst dich komplett im gesamten Zusammensein mit dieser Frau und der Punkt ist, die meisten Frauen erkennen sowieso auf 10 Meter Entfernung, wenn du dich verstellst und schon allein die Tatsache, dass du dich verstellst, ist unattraktiv. Ja? Und die Frau kann dir dann auch nicht vertrauen. Eine Frau wird niemals mit dir schlafen, wenn sie das Gefühl hat, diesem Mann kann ich nicht vertrauen. Wenn du aber sehr offen und direkt bist, dann denkt sie, wow, der ist offen, direkt, der sagt, was er will, ich kann diesem Mann vertrauen, denn was er sagt, ist Fakt. Und wenn sie dir vertrauen kann, dann kann sie sich dem eröffnen, dann kann sie mit dir schlafen, dann kann sie dich küssen und all die Sachen, die danach kommen, dann kann sie sich in dich verlieben. Aber wenn sie dir nicht vertrauen kann, weil sie merkt, du spielst irgendwie eine Rolle oder du bist gar nicht dieser Mann, der du vorgibst zu sein, dann ist das ein Problem. Und dann wirst du keinen Erfolg mit Frauen haben und vor allem nicht die hübschen Frauen bekommen, die du dir wünschst. Also, einfach bei hübschen Frauen meinetwegen noch ein bisschen frecher sein als bei den anderen Frauen. Sei noch ein bisschen unverschämter, ja? Sag direkt, was du denkst, sag, was du willst. Ändere dein Verhalten nicht in Gegenwart einer hübschen Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wenn ihr
Wünsche habt für Videos, wenn ihr Videothemen habt, schreibt mir das gerne in die Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns am Donnerstag wieder. Hier oben geht's zum letzten Video auf dem Channel. Das war die James Bond Flirtanalyse. Schau es dir unbedingt mal an. Ich analysiere dir mehrere James Bond Filmszenen und zeige dir, was attraktiv an ihm ist und wie du das in deinen eigenen Flirt einbauen kannst. Hier kannst du den Channel abonnieren und dort geht Quatsch. Da kannst du den Channel abonnieren und dort geht's zum Quiz, in dem du rausfinden kannst, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns, wie gesagt, und wie immer am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.